Nicht in unserem Namen sind wir hier versammelt, sondern im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Mit diesem Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Vers 32, grüße ich Sie und euch ganz herzlich heute aus Redbüsch zu unserem Gottesdienst am Himmelfahrtstag. Wir hatten uns alle gefreut, wieder einen Open-Air-Gottesdienst aus Redbüsch und ihn miteinander feiern zu können. In diesem Jahr wollten wir ihn verbinden mit der Feier des 50-jährigen Jubiläums unserer Christuskirche. Doch nun ist alles ganz anders gekommen. Deshalb senden wir mit diesem Videogottesdienst unsere Himmelfahrtsgrüße aus Redbüsch zu Ihnen und euch. Ich danke Pastor Carsten Baden-Rühmann für seine Mitwirkung und technische Unterstützung sowie dem Ehepaar Priebsch, den Bläsern unserer Kirchengemeinde unter der Leitung von Dr. Marc Ivemeyer und Markus Rau am Klavier, sowie der Konfirmandin und den Konfirmanden dieses Jahrganges unseres Pfarrbezirkes 3 für ihre Mitwirkung. Ich bin Pastorin Barbara Süptitz. Wir eine Konfirmandin und 7 Konfirmanden grüßen auch herzlich aus Redbüsch. Wir wollten in diesem Jahr unsere Konfirmation in der Christuskirche feiern, die leider verschoben werden musste. Was feiern wir Himmelfahrt? Hat uns Pastorin Süptitz gefragt. Unsere Antworten: an Christi Himmelfahrt, auch als Erhöhung Christi bekannt, feiern die Christen jedes Jahr die Rückkehr von Jesus Christus als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Nach der Kreuzigung und dann 40 Tage nach der Auferstehung von Jesus kommt es zu seiner körperlichen Rückkehr in den Himmel. Dort hat er seinen Platz zur Rechten Gottes eingenommen. Diesen Tag feiern wir Christen als Christi Himmelfahrt. Schlagt froh in die Hände, alle Völker, und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Hall der Posaune. Lob singet Gott, lob singet unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde, lob singet ihm mit Psalmen. Gott ist König über die Völker, Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt,
als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Starken auf Erden. Er ist hoch erhaben. Jesus Christus, du bist aufgefahren in den Himmel. Der Himmel steht uns offen und du zeigst uns die Erde. Du bist bei Gott und du bist uns nahe. Du hältst Himmel und Erde in deinen Händen. Und du hältst auch uns. Das lässt uns froh und gelassen leben. Dir sei zusammen mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist Ehre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören die Geschichte von Himmelfahrt Jesus, wie sie uns in der Apostelgeschichte Kapitel 1 überliefert worden ist. Nach der Übertragung vom Pastor Barnhumann. Es brauchte eine Zeit, bis die Jünger begriffen, dass Jesus wieder mitten unter ihnen war. Der Ostermorgen war ein Schock für sie alle. Aber nun war Jesus da und alles schien wieder gut zu sein. Alles von dem, was er ihnen vorher erzählt hatte, wurde ihnen klarer und deutlicher. Einige von ihnen dachten, Jesus bleibt nun für immer bei ihnen. Aber andere spürten, dass Jesus nicht mehr dieselbe war wie vorher. In seinen Gesprächen und in seinen Worten bereitete er sie vor auf die Zeit, wo die Jünger selbst von Gott den Menschen erzählen werden. 40 Tage war Jesus bei ihm. Am Ende dieser Zeit gingen sie gemeinsam zum Ölberg. Und die Jünger fragten Jesus, wirst du das Reich Gottes in dieser Welt aufrichten? Aber Jesus sagte ihnen, es ist noch nicht so weit, aber ihr werdet schon einen Teil von Gottes Reich in euch spüren. Ihr werdet es spüren, wenn ihr der Welt von unseren Erlebnissen erzählt, wenn ihr über euren Glauben sprecht und die Herzen der Menschen erreicht. Ihr werdet unterwegs sein und nicht nur in unserem Land, sondern in der ganzen Welt. Und während sie noch zuhörten, wurde Jesus vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen. Die Jünger waren entsetzt und erschrocken, zugleich auch erfüllt von den Worten von Jesus und sie blickten in den Himmel. Und auf einmal waren da zwei Männer mit weißen Gewändern. Den Frauen, die bei den Jüngern waren, kamen die Gestalten wohl vertraut vor. Diese beiden Männer waren Engel und sie sagten zu den Jüngern, warum schaut ihr in den Himmel? Jesus wird so wiederkommen, wie er heute gegangen ist.
Die Jünger gingen zurück nach Jerusalem. Sie waren traurig, dass Jesus nicht mehr da war. Aber sie wussten auch, dass in ihnen eine Kraft heranwächst, die ihnen Mut geben wird, über die gemeinsame Zeit mit Jesus sprechen zu können. Sie waren zusammen in ihrem Haus, beteten und hatten Gemeinschaft. Amen. Als Evangelium ein Gebet, das Jesus im Johannesevangelium im Kapitel 17 zu Gott gebetet hat. Nach einer Übertragung von Pastor Baden-Rümer. Jesus betet zu Gott für seine Jünger: Gott, ich werde nun bald bei dir sein. Schon in dieser Welt war ich eins mit dir, aber bald bin ich nicht mehr ein Teil dieser Welt. Aber meine Nachfolger sind es und für sie bitte ich dich, ich habe ihnen deine Herrlichkeit und deine Liebe gezeigt. Ich habe ihnen von deinem Reich erzählt. Die, die mir nachfolgen, sind unter den Menschen in dieser Welt. Öffne ihre Herzen für dein Wort, lass mich in ihnen sein und gib ihnen Kraft, mit mir eins zu werden. In deinen Augen ist kein Mensch höher und kein Mensch geringer. Lass sie spüren, dass sie alle eins sind vor dir. Gib ihnen gute Worte und Taten, die ihren Glauben verkündigen, die die Herzen der Menschen erreichen und deine Liebe in diese Welt tragen. Und ich bitte dich, Gott, dass dort, wo sie sind, auch ich bin. In ihren Worten, in ihren Herzen, in ihrer Predigt, in ihrer Liebe. Gott, du bist gerecht. Viele in dieser Welt kennen dich nicht so wie ich. Aber diese Menschen haben erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Ich habe ihnen gesagt, wer du bist, damit die Liebe, mit der du mich liebst, auch in ihnen ist. Und ich damit auch. Amen. Thank you.
Liebe Gemeinde, das war unser Plan. Heute hier in Redwisch ein Open-Air-Gottesdienst mit großem Pastorenteam, so wie in den letzten 2 Jahren, und damit verbunden das Fest zum 50. Jubiläum unserer Christuskirche. Gäste aus Dithmarschen, von den Gemeinden mit den baugleichen Kirchen, wollten wir einladen. Neben den Pastores, die seit 1970 hier in der Christuskirche ihren Dienst taten. Eine Ausstellung über unsere Kirche und die Gemeindearbeit hier in Redwisch. Gemeinsames Singen mit dem Chor aus Redwisch in der Christuskirche. Eine Führung durch das gewachsene und veränderte Dorf. Verschiedene Spielangebote für die Kinder bis hin zur Hüpfburg. Und natürlich gemeinsames Grillen und Kaffeetrinken mit liebevoll gebackenem Kuchen. Nun fiel das alles leider aus, so wie vieles andere in diesem Jahr, der Corona-Pandemie zum Opfer fiel. Was bleibt uns? Ja, keine großen Feste, keine Konfirmationen in diesem Frühjahr. Nur einzelne Pastoren und Personen, die da vor der Kamera stehen für das Video, um große Gruppenbildungen zu verhindern. Aber auch eine neue Homepage, moderne Technik und Menschen, die diese Technik beherrschen. So, dass wir gemeinsam aus der Entfernung und Vereinzelung heraus Gottesdienste erleben und heute auch virtuell den Gottesdienst zur Himmelfahrt aus Redwisch miteinander feiern können. Und Konfis, die sich dazu einladen ließen, sich mit einzubringen. Genauso wie unsere einzelnen Bläsern und der Kantor. Und es bleibt das Himmelfahrtsfest. Und es bleibt die christliche Botschaft von dem Himmel Gottes, den Jesus Christus uns geöffnet hat. Wie und wo stellt ihr euch den Himmel Gottes vor? Hat uns Pastorin Subtitz gefragt. Und das haben wir geantwortet. Ich stelle mir den Himmel Gottes endlos vor. Denn Gott ist überall, haben Kjell und Kira geantwortet. Marlo hat geantwortet, groß und hell. Tom auf einer weichen weißen Wolke. Ich stelle mir den Himmel Gottes vor, dass wenn ich mal sterbe, dass ich alle wieder treffe, die von mir in den Himmel Gottes kamen. Und dass ich dann die Welt von oben sehe. Der ganz normale Himmel ist für mich der Himmel Gottes, schreibt Tom. Und Finn, wie ein Paradies, wo man frei ist und sich nicht an Regeln halten muss. Man bekommt, was man will, und es ist einfach perfekt. Es ist für die Ewigkeit im Himmel über den Wolken. Den Himmel stelle ich mir so wie eine Wolke vor, in die man nach dem Tod kommt. Von dort aus kann man dann die Erde und die Menschen beobachten, meine ich. Meine Schwiegeroma sagte, nachdem die ersten Astronauten den Mond betreten haben, jetzt haben sie Gott ins Auge gestochen. Als der erste Kosmonaut ins Weltall kam, stellte er fest, da sind keine Engel, die ihn begrüßen oder sein Raumschiff begleiten. Seit alters her ist der Himmel ein Begriff dafür, dass der Mensch etwas vor Augen hat, was er eigentlich nicht erreichen kann. Der Himmel ist der Ort von Gott. Allzu menschlich gedacht ist es natürlich bei uns so, wir bauen uns ein Flugzeug, eine Rakete und besuchen ihn und müssen feststellen, wir erreichen ihn nicht. Im Prinzip genauso wie damals, als die Menschen meinten, einen Turm bauen zu können, um zu Gott gewissermaßen hinaufzuklettern. Unser Verständnis im Glauben von unten und oben ist kein astronomisches. Unser Verständnis vom Himmel, das ist der Glaube. Der andere Ort, den wir auf dieser Welt nicht erreichen können, aber an den wir glauben.
Der Himmel von Gott ist weit über uns, weil Gott weit über uns ist. Er ist aber auch weit unter uns, weil unser Glaube auch in die Tiefe hineingeht. Es gibt den sichtbaren Himmel mit Satelliten, Kometen, Galaxien und dem wohl unendlichen Weltraum. Und es gibt den Himmel, der unsichtbar ist, noch weiter weg, aber im Glauben uns nahe. Der Ort, den wir nicht erreichen können, weil wir Gott nicht erreichen können, weil wir nicht sein können wie Gott. Der Mensch, der Gott erreicht, der ist uns in der Bibel überliefert. Es ist Jesus. Er fährt auf in den Himmel zu Gott. Er geht in die Wirklichkeit Gottes ein und er wird von ihm aufgenommen, eingehüllt wie von einer Wolke. Und er ist an Gottes Seite und kommt von dort wieder. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir es aus. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, um uns den Weg in den Himmel zu bereiten. Jesus stand schon in seinem irdischen Leben ganz auf Gottes Seite und Gott auf seiner. Gott und Jesus Christus sind für alle Zeiten eine untrennbare Einheit. Deshalb ist es zur Himmelfahrt die falsche Blickrichtung, wenn wir nach oben in den Himmel schauen. Deshalb werden die Jünger am Ende der Lesung, die wir aus der Apostelgeschichte hörten, gefragt: Ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da? Gen Himmel. Jesus will keine Leute, die ihn wie Hans Guck in die Luft ständig in höheren Sphären suchen. Auch nicht Leute, die nur in hohen geistlichen Sphären schweben und nach ihm irgendwo da oben Ausschau halten. Er will Menschen als bodenständige und wirklichkeitsnahe Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und genau dafür betet er. Im Johannesevangelium wird davon unmittelbar vor Jesu Gefangennahme, Verurteilung und Hinrichtung berichtet. Jesus tritt für die Menschen ein. Und wenn wir davon heute am Himmelfahrtstag hören, dann sind wir auch dem auf die Spur gekommen, was es eigentlich zu feiern gibt. Jesus rückt nicht etwa von uns weg und lässt uns hier auf Erden einsam zurück. Im Gegenteil. So wie er Zeit seines Lebens für Menschen mit Wort und Tat eingetreten ist, so tritt er auch weiterhin wirkungsvoll für uns ein. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, sagt er. Jesus tritt für uns ein und nichts und niemand hat mehr die Macht, ihn daran zu hindern. Die Größe und Kraft Christi feiern wir also zur Himmelfahrt. In dem Gebet, was wir vorhin gehört haben, hat Jesus Gott um drei Dinge gebeten für die Menschen, die ihm nachfolgen. Als erstes sollen die Menschen wissen, woran sie mit Gott sind. Jesus ist mit Gott verbunden. Er hat ihn erkannt, er hat von Gott erzählt, er hat gepredigt, er hat geheilt und hat in Bildern von dem Reich Gottes gesprochen. Das Johannesevangelium überliefert ganz deutlich die Einheit und Verbindung zwischen Gott und Jesus. Das, was er tat, was er predigte, war Gottes Werk, war Gottes Wille, war Gottes Wort. Im Zentrum von allem steht das Wichtigste, was uns Gott mitgegeben hat, seine Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt im Glauben und Gott in ihm. Nochmal, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und Jesus betete als zweites darum, dass er nicht ohne uns sein möchte. Er sagte: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die sind, die bei mir gewesen sind und die du mir gegeben hast. Auch wenn Jesus von den Menschen, die ihm nachfolgten, wie auch von den Generationen danach bis heute hin, räumlich getrennt ist, so ist doch sein Geist und seine Liebe bei uns. Das Matthäus-Evangelium drückt es mit den Worten aus: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er lebt nicht als unsterbliches, ungreifbares Mysterium mitten unter uns. Er lebt weiter in unserem Glauben. Er lebt weiter, wenn wir über ihn nachdenken, gemeinsam Abendmahl feiern und seinen Weg folgen.
Wann immer wir etwas Gutes tun füreinander, wann immer wir Worte finden, die heilen, wann immer wir uns umeinander kümmern, einander lieben, ist Jesus bei uns, ist Jesus Liebe bei uns. Und es erfüllt sich das Wort, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Und Jesus betete als Drittes für die Menschen, die ihm nachfolgten, dass dann vor lauter Freude mit ihm und mit Gott in Verbindung zu stehen, nicht den Kontakt zum Boden verliert und zum irdischen Leben. Wenn wir vom Glauben erfüllt sind, hebt es uns auch ein Stück weit in den Himmel hinein. Aber wir dürfen dabei eben die Bodenhaftung nicht verlieren. Wir dürfen uns nicht darin verlieren, dass Jesus auf unserer Seite ist, denn wir besitzen ihn nicht. Er gehört uns nicht. Wir dürfen das, was wir tun, nicht mit dem verwechseln, was er Gutes für uns will. Leider ist unsere Geschichte, ist der Glaube und die kirchliche Position oft für die eigene Macht missbraucht worden. Genau das will Jesus nicht. Wir sollen uns auf seine Liebe und seine Botschaft konzentrieren, uns immer wieder selbst damit auseinandersetzen. Und darum ist es wichtig, dass wir uns mit ihm verbinden, im Gebet, im Glauben, in unseren Worten, in unseren Taten. Jesus hat mit seinem Leben und seinem Evangelium uns Gott verständlich gemacht. Nicht immer so, dass es einsichtig und klar ist, aber immer so, dass wir darüber nachdenken können und eigene Entscheidungen und unseren eigenen Weg finden können. Jesus weiß, dass diese Aufgabe für uns nicht leicht ist, aber trotzdem bittet er Gott darum, dass er uns darin kräftigt und bestärkt. Wo und wann erlebt ihr denn schon in diesem Leben den Himmel auf Erden? War die dritte Frage, die uns Pastorin Siptitz noch stellte. Auf diese Frage antwortete Kjell: Ich denke, der Himmel auf Erden ist jederzeit. Man muss immer die Dinge so hinnehmen, wie sie kommen und damit glücklich sein. Es gibt halt Tage, Wochen, wo es nicht läuft, aber man muss aufstehen und weitermachen. Und dann kommt man zu dem Punkt, an dem man wieder glücklich ist. Kira, ich erlebe schon jetzt den Himmel auf Erden. Wenn ich mich mit Freunden treffen kann und ich mit meinen Freunden zusammen lache oder auch wenn ich einfach nur mein Ziel erreiche. Tom, wenn ich in meinem Bett liege, schlafe und die perfekte Zimmertemperatur ist und richtig ausschlafen kann, wie ich möchte. Malu, an meinem Geburtstag, weil sich da alles um mich dreht. Den Himmel auf Erden erlebe ich, wenn ich nach der Schule mit meinen Eltern ein warmes Essen einnehmen kann. Auch wenn mich zum Beispiel meine Eltern mal länger am Computer spielen lassen und mir meine Mutter währenddessen etwas zu essen und zu trinken bringt. Das finde ich himmlisch. Richtig toll ist es auch, an Schulferientagen mal richtig auszuschlafen und den Rest des Tages etwas mit meinen Freunden zu unternehmen. Eigentlich leben wir hier in Redbisch ja richtig, ohne große Sorgen, sind glücklich und gesund. Das ist für mich auch schon ein bisschen wie der Himmel auf Erden. Manchmal kommt es ganz anders, als wir denken. Das merken wir in diesem Jahr hautnah. Himmelfahrt heißt nicht, den Blick nach oben zu lenken, sondern auf die Wirklichkeit Gottes. In guten wie in schweren Zeiten. Manchmal auch in ganz simplen Erfahrungen. Schärfen wir also unseren Blick neu und freuen wir uns über überraschende Erfahrungen der Liebe, über unsere christliche Gemeinschaft und die großartige Hoffnung, die Jesus Christus uns eröffnet hat. Amen. Thank you.
uns beten. Herr Jesus Christus, durch dich steht uns der Himmel offen. Denn du trittst für uns ein, weil wir Menschen dir am Herzen liegen. Dafür danken wir dir. Und wir bitten dich, mit der Weite des Himmels im Herzen, lass uns nach deinem Willen leben. Du hast uns mit deiner Liebe und der Barmherzigkeit und mit den 10 Geboten gezeigt, wie unser Miteinander gelingen kann. Mit der Weite des Himmels im Herzen, lass uns aufeinander zugehen und einander als gleichwertig wahrnehmen. Kinder und Erwachsene, Alte und Junge, Fremde und Einheimische, Arme und Reiche. Mit der Weite des Himmels im Herzen, hilf uns, Wege zueinander zu finden, wo wir uns aus dem Weg gehen oder Verbindungen abgebrochen sind, dass wir einander verzeihen und wir miteinander in eine Richtung gehen können. Mit der Weite des Himmels im Herzen, lass uns für Gerechtigkeit in dieser Welt eintreten, dass gute Arbeit auch guten Lohn erhält, damit jeder verdienen kann, was er zum Leben braucht, dass alle Kinder und Jugendlichen die Chance auf eine gute Ausbildung erhalten, dass wir Arbeitslosigkeit und Armut bekämpfen, den Schwachen und Bedürftigen helfen und auf die zugehen, die abseits stehen, und dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihre Verantwortung für alle wahrnehmen. Mit der Weite des Himmels im Herzen, lasst uns Frieden suchen untereinander. Unter den Völkern dieser Erde, in unserem Land, unseren Nachbarschaften und unseren Häusern. Dass wir Gewalt und Kriege nicht einfach hinnehmen, sondern nach friedlichen Wegen suchen, Konflikte zu lösen und Interessen auszugleichen. Unter der Weite deines Himmels, lass uns geborgen sein, wenn es um Finster bleibt. Da erhalte uns die Gewissheit, dass du für uns eintrittst. Komme, was wolle. Aus der Weite deines Himmels, lass uns Hoffnung schöpfen für unser Leben, heute und alle Zeit. Mit den Worten Jesus beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die heutige Kollekte des Himmelfahrtstages wird erbeten für den Hospizverein Lebensweg Bad Oldesloe. Eine Bankverbindung für die Überweisung Ihrer Spenden finden Sie am Ende des Gottesdienstes eingeblendet oder über unsere Homepage. Wir laden wieder herzlich ein zu einem Gottesdienst am Sonntag, den 24. Mai um 10 Uhr mit Pastor Schark aus der Peter-Paul-Kirche, der auch wieder online über unsere Homepage übertragen wird.
Geht nun mit dem Segen Gottes in diesen Tag, der vor euch liegt. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Der allmächtige Gott und Vater, er segne euch mit Glauben gegen den Kleinglauben eurer Herzen. Er segne euch mit Hoffnung gegen die Hoffnungslosigkeit unserer Welt. Und er segne euch mit Liebe gegen die Lieblosigkeit unserer Tage. So geht mit dem Segen Gottes, damit ihr tun könnt, was ihr in seinem Namen tun sollt. Mit Glaube, Hoffnung und Liebe die Welt verändern. Amen.